Im Postkasten findet Kirsten eine Karte. Wahlbenachrichtigung für die kommende Kommunalwahl. Kirsten fragt sich, schon wieder wählen? Habe ich das nicht gerade erst gemacht? Es ist wahr, wir werden schon ziemlich häufig an die Wahlurnen gebeten, aber selbstverständlich geht es dabei immer um sehr unterschiedliche Sachen. Bei der Kommunalwahl wird über die Kommunalpolitik entschieden. Doch was unterscheidet die Kommunalpolitik von der anderen Politik? Nun, der Begriff Kommune kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gemeinschaft. Auf die Politik bezogen bedeutet das, dass Entscheidungen hier für einzelne Ortschaften, Landkreise und Städte getroffen werden und die Bevölkerung unmittelbar betreffen. Neben der Ebene des Bundes und der Bundesländer ist die Kommune nämlich die dritte Ebene, auf der in Deutschland Politik gemacht wird. Wonach getrennt wird, welche dieser Ebenen für welche Politik zuständig ist, legt das Prinzip der Subsidiarität fest. Das besagt, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Was man vor Ort entscheiden kann, soll also nicht von höherer Ebene entschieden werden. Kommunalpolitik hat demnach direkte Auswirkungen auf das, was vor der eigenen Haustür passiert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich unter anderem Schulen, Bürgersteige und Radwege, die Müllabfuhr, die Feuerwehr, Grünflächen und kulturelle Einrichtungen. Sprich, über alles, was die Lebensqualität der Bevölkerung betrifft, entscheidet die Kommunalpolitik. Daneben haben Kommunen aber auch Pflichtaufgaben mit keinerlei Spielraum, wie zum Beispiel das Ausstellen von Ausweisen. Diese Aufgaben müssen erledigt werden, egal wie man seine Kommunalpolitik ansonsten auch ausgestalten will. Und wer macht diese Politik nun genau? Da wäre zunächst der Bürgermeister. Er oder sie leitet die Kommune und vertritt ihre Interessen auf der Ebene des Bundeslandes. Der Gemeinderat oder Stadtrat kontrolliert den Bürgermeister, ähnlich wie im Parlament. Er hat als Hauptorgan der kommunalen Selbstverwaltung das letzte Wort und wird in Kommunalwahlen gewählt. Die Gemeinde- oder Stadtverwaltung schließlich setzt die Beschlüsse des Gemeinde- oder Stadtrats um. Kirsten hat jedenfalls kapiert, wie wichtig Kommunalpolitik sein kann. Und da ihr das Schlagloch in ihrer Straße schon lange ein Dorn im Auge ist, will sie diesmal auch wirklich wählen gehen. Aber Moment, ist an dem Tag nicht Auswärtsspiel?